Die Äußerungen von Außenministerin Annalena Baerbock fielen bereits am Mittwoch bei einer Konferenz in Prag am Rande eines informellen EU-Außenministertreffens. Bei der hatte sie vorher noch die Ängste und Sorgen der Deutschen vor einem kalten Winter aufgegriffen, sicherte aber auch der Ukraine ihre Unterstützung zu. Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Aber ich muss den Menschen in der Ukraine etwas liefern. AfD, Linke und auch Teile der CDU kritisierten die Aussage der Grünen-Politikerin sofort. Bei Twitter war Baerbock Rücktritt am Donnerstag einer der meistgenutzten Hashtags in Deutschland. Nach Darstellung des Auswärtigen Amts wurde die Kritik an Baerbocks Äußerung durch russlandnahe Kanäle massiv verbreitet, wie ein Ministeriumsexperte auf Twitter mitteilte. Diese Erkenntnisse teilt auch die Organisation HateAid, die den Fall untersucht hat. Wir konnten gemeinsam mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft nachvollziehen, dass der Ausgang davon in russischen staatlichen Medienagenturen startete, schon vor ein paar Tagen. Und dass es sich dann in Telegram-Kanäle verbreitet hat, auch russischsprachig. Von da an findet das Zitat immer größere Aufmerksamkeit, auch in Deutschland, und wird damit auch zum Thema für klassische Medien. Das passiert sehr, sehr schnell, entwickelt sehr schnell eine große Dynamik, sodass dann irgendwann auch die klassischen Nachrichtenmedien darauf aufmerksam werden. Klassische Nachrichtenmedien orientieren sich halt sehr gerne beispielsweise an Twitter. In sozialen Medien gab es auch Unterstützung für Annalena Baerbock. Auch Bundeskanzler Scholz stellte sich hinter sie.